Hallo, ihr Wundervollen, hier ist wieder die Patti und ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam in die Karten schauen und zwar heute mit einer Wochenbotschaft. Das heißt, wir gucken, was die kommende Woche denn so mit sich bringt. Bevor wir reinstarten, habe ich zwei wichtige Dinge zu sagen. Das erste ist, ich möchte dich darauf hinweisen, weil letztes Mal ist es so ein bisschen am Ende des Videos gewesen, und da hatte ich es einfach vergessen am Anfang zu sagen und ich wollte dich darauf hinweisen, dass ich noch einen zweiten Kanal habe und zwar zusammen mit meinem Mann. Ich verlinke dir den in der Infobox und auf dem Kanal nehme ich dich mit auf unseren Reisen. Wir sind ja jetzt für mehrere Monate in Südostasien. Asien und ich würde mich total freuen, dich ein bisschen in die warmen Länder entführen zu dürfen und dir unser Leben vor Ort zu zeigen. Der erste Vlog von der Anreise und von Bangkok ist schon online und die Tage kommen dann auch weitere Videos. Also klick einfach auf den Link in der Infobox und schau da gern vorbei und ich würde mich total über ein Abo freuen. Ja, genau, dann lernst du mich auch noch ein bisschen besser kennen, außerhalb dieser wundervollen Tarotbotschaften. Und das andere ist, was ich dir auch noch sagen möchte, ich habe mir wieder ein ganz tolles Projekt überlegt. Und zwar veranstalte ich einen kostenfreien Workshop von kommenden Freitag bis einschließlich Montag. Der Workshop geht 4 Tage. Es gibt 3 Tage tollen Content und am vierten Tag noch ein Q&A. Und zwar zum Thema Unique Wisdom. Es geht um deine innere Weisheit, die wir wieder entfachen wollen in diesen 4 Tagen. Es geht darum, dass jeder etwas in seiner Seele verankert hat, ein tiefes, tiefes Wissen, was wir uns nicht einfach erlernen können, sondern etwas, mit dem du hierher gekommen bist, eine innere Weisheit. Und wenn wir die entfachen, dann erhöhen wir unseren Magnetismus. Wir können dann wirklich mit unserer Seelenpower der Welt und den Menschen in unserem Umfeld helfen. Und ich lade dich dazu ganz herzlich ein. Du findest auch dazu den Link in der Infobox. Du kannst dich einfach kostenfrei registrieren und erhältst dann alle Infos und es gibt dann tolle Live-Workshops mit mir. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Das vorab. Und jetzt starten wir aber in die Wochenbotschaft hinein. Und zwar erst einmal mit dem tollen Engel- und Ahnen-Orakel von Kyle Gray. Und ich möchte hier einmal die Hauptbotschaft für die kommende Woche ziehen. Bitte einmal die Hauptbotschaft fürs Kollektiv, für die kommende Woche. Und hier ist sie. Es ist die Schutzhüterin. Und zwar leg deine Schilde nieder, sagt sie. Ich packe das mal hier oben hin. Und ich muss gerade wirklich ein bisschen schmunzeln, denn es passt perfekt zu dem Workshop, den ich gerade angekündigt habe. Schutzhüter bedeutet, oder die Schutzhüterin, das ist ein weiblicher Engel, sehr eng verwandt mit Erzengel Michael, sozusagen das weibliche Pendant. Und sie steht wirklich dafür, dass sie sagt, hey, leg dein Schild nieder, deinen Schutz quasi. Denn womöglich hast du dich in der Vergangenheit geschützt, um nicht irgendwie dich Scham auszusetzen oder negativer Kritik auszusetzen. Oder vielleicht hast du dich auch geschützt, weil du Angst hattest, nicht gut genug zu sein mit dem, was du zu geben hast. Und sie fordert dich heraus oder fordert dich dazu auf, dieses Schild niederzulegen und wieder mehr der Freude, deinen Gaben und deinem inneren Licht zu folgen und es nach außen zu tragen. Und die Engel unterstützen dich jetzt in der kommenden Woche genau dabei. Und deswegen sage ich, es passt so perfekt, weil das ist auch das Thema des Workshops. Und wir sehen hier wieder wirklich, das ist auch die Zeitqualität, dass wirklich die Engel sagen in der nächsten Woche, wir stehen dir bei und wir helfen dir, dich sicher zu fühlen mit deiner Freude, mit deiner inneren Weisheit, mit deinen Gaben, mit allem, was du zu geben hast. Sei es im großen Kontext im Sinne von Business, sei es aber auch im Kontext im Sinne von Beziehungen, ja, wo du vielleicht auch dich viel, viel geschützt hast und Sorge hattest, zu viel zu geben, Sorge hattest, dich zu zeigen mit all dem, wer du bist. Und hier helfen dir eben die Engel und vor allem hier die Schutzhüterin. Sehr, sehr schön. Wow. Ich liebe ihr Aussehen. Es ist wirklich sehr klar, sehr weise und kraftvoll. Wow.
Okay, lass uns mal mit dem Heaven and Earth Tarot jetzt in die Woche reingehen. Und für alle, die neu sind auf diesem Kanal, ich mache das so, dass wir in drei Situationen reinschauen. Die können getrennt voneinander sein, die können aber auch ein großes Ganzes sein. Ich betrachte einfach beides. Okay, lass uns mal in die erste Situation gucken. Einmal bitte die erste Situation hier für die kommende Woche, für das Kollektiv. Da sind sie schon. Okay. Was haben wir hier? Wir haben hier einmal den Wagen und wir haben die sechs der Stäbe. Die Botschaft hier, was mir hier angezeigt wird, ist: aktiviere dein Selbstvertrauen, neue Wege zu gehen. Ich habe das hier so, dass schon lange in dir etwas schlummert, wo du denkst, ich würde eigentlich gerne in diese und jene Richtung gehen. Aber ich weiß nicht, ob ich gut genug bin. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ja, den neuen Job, den Umzug, ob ich es schaffe, mich selbstständig zu machen oder kriege ich das hin, jetzt hier irgendwie was Neues zu lernen. So habe ich das, ja, dass du da schon lange, lange überlegst. Dieses Überlegen dich aber auch ein Stück weit vielleicht, ja, man könnte fast sagen, in den Stillstand gebracht hat. Ja, es hat dich Kraft gekostet, denn irgendwie konntest du, so habe ich das, nie ganz damit abschließen. Es hat in dir geschlummert, ja. Und ja, du hast auch, weißt du, diese Person hier auf dem Wagen, die hat eine Rüstung an, ja, die ist richtig mit einer Rüstung umgeben sozusagen, die schützt sich mit einer Rüstung und geht voran, ja. Und du hast, so sehe ich das hier, lange überlegt, wie kann ich diesen neuen Weg gehen, aber trotzdem für mich sicher sein? Wie kann das gehen? Ja, solche Gedanken höre ich hier. Wie kann das gehen? Und wie kann ich mich schützen, aber gleichzeitig auch in meine Größe kommen? Und diese Kombination der Karten hier zusammen hier mit dem Schutzhüter zeigt mir, dass es jetzt wirklich darum geht, auch die Rüstung abzulegen und zu sagen, hey, ich bin beschützt. Ich muss nicht die ganze Zeit mich beschützen, denn das macht mich auch unbeweglich, oder? Das macht mich auch steif. Und zu sagen, ich bin beschützt, ich habe Support, denn die sechs der Stäbe ist auch Support zu haben. Ja, hier steht das Volk sozusagen nebendran. Hier reitet einer auf dem Pferd und verkündet den Sieg. Also es ist auch die Botschaft, du bekommst Support, wenn es nötig ist. Und auch zu dir wird dann auch aufgesehen. Also hier auch wieder, es sind Menschen, die wollen von dir lernen, von deinen Gaben profitieren. Aber dafür ist es nötig, diese Rüstung abzulegen, dich zu zeigen auf dem Pferd ohne Rüstung und selbstbewusst nach außen zu gehen. Das ist hier die Botschaft. Ich möchte hier gleich heute mal mit den Lennys in die Tiefe gucken, bevor wir in die nächste Situation gehen. Was haben wir hier mit den Lennys? Bitte einmal auf den Wagen. Ups. Ah, da sind schon beide Karten rausgesprungen. So. Und hier diese Kombination aus diesen beiden Karten, einmal quasi aus den Wolken, ja, und einmal aus dem Sarg, sagt mir, dass die Unklarheit, die du lange jetzt mit dir rumgetragen hast, wie soll ich es angehen, wie soll das gehen, bin ich gut genug und so weiter. Da war ganz viel Unklarheit und ganz viel Nebel sozusagen. Und das kommt zum Erliegen, das kommt zur Wandlung. Für mich ist der Sarg auch immer die Wandlung, der Tod, ja, das ist die Wandlung. Das wandelt sich. Und das sehen wir eben hier auch. Also sehr, sehr kraftvoll. Was haben wir noch in der kommenden Woche, ja? Eine weitere Situation und hier ist sie auch schon. Hier haben wir einmal die vier der Kelche und einmal die neun der Kelche. Das ist eine spannende Kombination, denn das ist jetzt wirklich, wirklich spannend. Denn es wird mir hier angezeigt, dass du eine Chance gereicht bekommst, ja, eine Möglichkeit, eine Chance, einen Weg womöglich sogar. Also wie gesagt, das kann dasselbe sein, das kann auch etwas anderes sein. Aber wenn es dasselbe ist, dann sehe ich hier wirklich, dass dir eine Möglichkeit gereicht wird, wie du mit deinen Emotionen gut umgehen kannst, wie du in die Balance kommen kannst. Denn hier mit der neuen der Kelche habe ich hier wirklich das Wohlfühlen, das Ankommen, das
Das innere Zuhause, könnte man auch sagen. Und es ist, als würde dir hier ein Kelch gereicht werden, eine Lösung sozusagen. Das könnte sowas wie der Workshop nächste Woche sein. Das kann jemand aus deiner Familie, aus deinem Freundeskreis sein, der dir helfen möchte. Das kann sein, dass du selber irgendwie eine Option siehst, wie du dich daraus befreien kannst. Aber du bist wegen irgendwas noch am Schmollen. Du bist irgendwie so, soll ich das jetzt wirklich annehmen? Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Ist das wirklich das Richtige? Ja, ich sehe dich so ein bisschen hadern, obwohl dir sozusagen auf dem Silbertablett etwas gereicht wird. Das kann natürlich auch in der Liebe sein, dass jemand sich versöhnen möchte und das eigentlich dazu führen würde, dass du dich wieder richtig gut fühlst, ja, und dass es wieder richtig schön ist zwischen euch. Und du bist aber skeptisch. Soll ich wirklich? Ich weiß nicht. Das heißt, du schützt dich noch ein Stück, ja, weil du Sorge vielleicht auch hast, dass am Ende, wenn du den Kelch annimmst, dir Hoffnungen machst, es nicht so dahin führt, was du möchtest, ja, und dann, dass du wieder enttäuscht bist. Und deswegen schützt du dich. Die Botschaft aber für die kommende Woche ist, leg diese Schutzwand nieder. Ja, nimm das an. Das ist wichtig, weil wenn wir uns immer nur schützen aus Angst vor Verletzung, dann verpassen wir so tolle Gelegenheiten. Aus Angst vor Enttäuschung oder Verletzung oder. Also hier ist wirklich die Botschaft, wenn du den Kelch annimmst, dann geht es hier wirklich in die Fülle. Es ist noch nicht die 10 der Kelche, aber es ist die 9 der Kelche. Das ist wirklich glücklich sein, sich wohlfühlen, das Leben genießen, aufblühen, aufatmen, so richtig so ein wohliges Gefühl. Was sagen die Lennys noch? Einmal auf die 4 der Kelche, bitte. Okay, hier haben wir einen Herrn, ja, hier haben wir den Mann. Das kann natürlich sein, dass der Mann dir diese Chance reichen möchte, ein Mann dir wirklich diesen Kelch überbringen möchte und du eben skeptisch bist. Das kann aber auch sein, wenn du sagst, das ist jetzt hier nicht in der Liebe so, dann habe ich das aber hier so mit dem Mann, dass es eine Energie, eine männliche Energie der Lösung ist. Denn eine Lösung. Also ich habe das dann so, lass mich dir das so erklären, dass diese Lösung, die dir gereicht wird, etwas mit Struktur, mit an sich arbeiten, mit Planung zu tun hat, mit ein Stück weit auch Disziplin, also mit männlichen Attributen, diese Chance, die dir gereicht wird. Und da bist du so, weiß ich nicht, ob ich das haben will. Also entweder das oder wirklich ein Mann reicht dir diese Möglichkeit. Einmal auf die 9 der Kelche. Hier haben wir zwei Karten. Ich nehme jetzt einfach beide, ja, weil es zwei Karten sind. Und zwar haben wir hier einmal das Herz, also wirklich die Liebesangelegenheiten. Und wie ich es gesagt habe, das Haus, also das innere Zuhause habe ich hier liegen. In der Kombination sehe ich das hier so. Gehen wir einmal kurz ein auf die Liebe. Hier ist jemand, der möchte dir den Kelch überbringen, und zwar den Kelch der Liebe. Der möchte sagen, es tut mir leid. Der möchte sagen, ich habe dich vermisst. Der möchte sagen, ja, vielleicht sogar ein Liebesgeständnis machen, ja. Und mit dem Haus habe ich die Stabilität, möchte sogar mit dir etwas aufbauen, vielleicht sogar mit dir zusammenziehen, mit dir etwas, ja, Stabiles erschaffen, ja, eine stabile Beziehung, ein Miteinander. Wenn das nicht in der Liebe ist, dann eben, es ist eine Chance, die dir geboten wird, die eher auf der männlichen Seite ist, mit Struktur, Disziplin, Planung, und du weißt, das ist auch vielleicht mit ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Fleiß verbunden. Aber du weißt auch, oder wenn du diese Chance ergreifen würdest, dann ist das etwas, was dein Herz erfüllt, was dein Herz aufblühen lässt langfristig und was langfristig dir ein inneres Zuhause ermöglicht. Ja? So sehe ich das hier. Okay, was haben wir als dritte Option? Einmal hier die dritte Angelegenheit fürs Kollektiv in der kommenden Woche. Okay, dann schauen wir uns das doch einmal an. Nochmal kurz gucken. Ja, ihr seht das gut. Okay.
Ja, ich habe hier eine Herzensentscheidung mit den Liebenden liegen. Für eine Person, für einen Job, für ein Vorhaben. Hier bietet sich dir etwas. Jemand oder etwas möchte dich ins Paradies tragen. Ja, also hier bietet sich dir wirklich etwas Paradiesisches, könnte man sagen. Und es ist fast schon zu schön, um wahr zu sein. Ja, es fühlt sich leicht an, es fühlt sich gut an. Aber du traust dem Braten nicht so ganz. Und deswegen habe ich hier die Entscheidung und das Abwägen liegen. Du wägst ab, ist das Risiko zu hoch? Kann ich das wagen? Ist das gut? Ja, es ist ein Abwägen, ein Ausloten, vielleicht sogar ein Ausprobieren. Ja, also das heißt, die ganze kommende Woche liegt so ein bisschen unter dem Motto, dich vielleicht auszuprobieren, abzuwägen, auszuloten, dir was auszumalen und zwar vor allem mit der zwei der Münzen im Hinblick auf die Balance und auf die Stabilität. Du möchtest wirklich, dass alles ausgewogen ist. Ja, wir haben auch hier das Yin- und Yang-Zeichen, also du guckst, welche Option, welche Chance ist die, die mich am meisten in die Ausgewogenheit in meinem Leben bringt. Was ist auch die Chance, die mir die meiste Stabilität bringt? Und das kann hier eben absolut auch in der Liebe sein, ja, dass jemand, wie ich es dir gesagt habe, seine Liebe gesteht und du bist am Abwägen. Soll ich nicht? Ist das jetzt der Weg oder ist etwas anderes der Weg? Das kann beruflich auch natürlich sein, das kann ein Umzug bedeuten. Aber es geht eben auch hier wieder darum, ein Stück weit den Schutz herunterzunehmen und das mal in sein Herz zu lassen, was diese Chance mit einem machen würde. Und dann gerne natürlich auch abzuwägen, ja, was fühlt sich am sichersten und am stabilsten langfristig für mich an? Ja, ist immer wichtig langfristig, denn kurzfristige Stabilität bringt uns gar nichts. Dann drehen wir uns immer nur im Kreis und wir bleiben immer nur in der Komfortzone. Es geht vielmehr um langfristige Stabilität, sehe ich hier. Ja, es geht vielmehr darum, langfristig zu überlegen, wo kann ich am meisten meinem Herzensweg folgen und für mich langfristig gesehen etwas Gutes aufbauen. Und ich habe das hier definitiv, dass das auch zusammenhängen kann, ja. Also was ich hier sehe, dieses, dass du lange überlegt hast, wie du das anstellen sollst, dass du jetzt wie so ein bisschen einen Selbstbewusstseinsschub bekommst, dass sich dir dann auch Möglichkeiten und Optionen bieten, wo du aber immer noch unsicher bist, kann ich es wagen oder werde ich enttäuscht? Aber es stellt sich wirklich als dein Herzensweg heraus, der dich ruft und dann bist du einfach am Abwägen, wie du das Ganze meistern kannst. Es können aber, wie gesagt, auch drei einzelne Situationen sein. Lass mich noch mal in die Tiefe bei der letzten Situation schauen. Einmal auf die Liebenden. Aber warte mal kurz, hier ist eine Ameise. Wir sind halt in Thailand, gell? Also da bleibt. Ach, die ist immer noch da. Da bleibt das nicht aus. Okay. Einmal auf die Liebenden, bitte. Ach, und da haben wir die Dame. Okay, also diese Chance hat etwas wahrscheinlich mit dir zu tun, ja. Dieser Herzensweg, beziehungsweise es ist der Weg, der deine Kreativität auch beflügelt, ja, die weiblichen Attribute, deine Freude, deine Leidenschaft, ja. Das ist ein Weg, der das beflügeln würde, der sich dir hier offenbart. Und, spannend, es geht hier mit dem Kind auch darum, dass du abwägst, inwiefern kann ich ja sozusagen mein inneres Kind glücklich machen, das sich genau nach dem sehnt, dieses Paradies, dieses Spielen, dieses Abenteuer, diese Herzensbegeisterung auch. Und gleichzeitig, wie kann ich auch dafür sorgen, dass ich sicher bin, dass mein inneres Kind sicher ist, ja? Und das ist dieses Abwägen, was du als erwachsene Frau oder auch als Mann, wenn du ein Mann bist, jetzt übernimmst und genau da für dich ausjustierst und auslotest. Insgesamt können wir sagen, dass zum Beispiel diese Situation natürlich auch einfach damit was zu tun hat, dass jemand in der kommenden Woche dir eine Einladung ausspricht, dich einlädt auf einen schönen Abend, wo du es dir gut gehen lassen könntest, was sich gut und gemütlich und schön für dich anfühlen würde, wo du irgendwie nicht weißt, ob du es annehmen sollst, vielleicht auch
Sehe ich hier gerade, entschuldige, vielleicht auch, weil du denkst, ach, ich habe noch viel zu tun und ich weiß nicht, ob ich mir das erlauben kann. Ja, so etwas bekomme ich hier auch noch rein, wenn wir es als getrennte Situation betrachten. Dann eben hier etwas, wo es ein Angebot gibt, wo du deinen Herzensweg gehen könntest, der dein inneres Kind so richtig erfreut und du natürlich aber auch schauen möchtest, kein zu großes Risiko einzugehen und hier wirklich so ein bisschen die Befreiung aus den Ängsten, die ich hier sehe, aus der Ungewissheit, wie du etwas Bestimmtes anpacken sollst und neues Selbstbewusstsein, was zu dir kommt. Super spannend und über allem ist die Schutzhüterin. Schau sie dir an, über all diesen Situationen. Da geht es darum, weniger Widerstand, mehr Herzöffnung, mehr Offenheit für all diese Optionen, die sich dir bieten in der nächsten Woche. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche bei meinem Workshop sehen, denn wie gesagt, passt ideal zu diesem Thema. Ansonsten freue ich mich immer auch von dir in den Kommentaren zu lesen und ich freue mich auch sehr über einen Daumen nach oben, über ein Abo auf dem Kanal, damit du keine meiner Legungen verpasst. Und dann sage ich einfach eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal.